Ich möchte am Wochenende eine Freundin in Stuttgart besuchen. Problem ist, ich habe kein eigenes Auto und auf eine Bahnfahrt habe ich keine Lust. Zum Glück aber gibt es eine Alternative: Carsharing. Gemeinsam mit dem Autozentrum Walter Koenen hat die Stadt dieses Angebot ins Leben gerufen. Um es zu nutzen, muss ich mich zuerst beim Autozentrum Walter Koenen registrieren. Das Ganze kostet im Moment nur 9,90 Euro. Nach der Anmeldung bekomme ich die Carsharing-Mitgliedskarte. Yay! Und dann kann ich im Prinzip loslegen. Insgesamt gibt es in Mönchengladbach 5 Autos. Sie stehen an 5 verschiedenen Standorten. Ist das jetzt so, jetzt möchte ich zum Beispiel nach Stuttgart fahren. So, jetzt brauche ich ein Auto. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich auch immer ein Auto bekomme? Also, weil es ist ja nicht so viel jetzt 4, 5 Fahrzeuge in dieser Stadt, oder? Sie haben die Möglichkeit, natürlich immer online vorher über die Buchungen einzusehen. Und Sie können dann natürlich schauen, ist das Fahrzeug belegt oder ist das Fahrzeug noch frei? Genau das mache ich jetzt. Nachdem ich per E-Mail eine Bestätigung bekommen habe, buche ich mir online ein Auto. Das geht ganz einfach über fort-carsharing.de oder über die Carsharing-App. Hier in Mönchengladbach stehen die Fahrzeuge an den folgenden Punkten: am Hauptbahnhof Mönchengladbach, auf der Sittardstraße, an der Hochschule Niederrhein, am Hauptbahnhof Reit und auf der Monschauer Straße. Das Fahrzeug an der Monschauer Straße ist neu. Seit April ist jetzt dieser Ford Transit Teil der Carsharing-Flotte. Warum jetzt so ein großes Auto? Wir wollen das einfach mal ausprobieren. Da gibt es mit Sicherheit auch Bürger in der Stadt Mönchengladbach, die mal umziehen, die mal was Schweres, Sperriges, Klobiges zu transportieren haben. Einen Tisch, einen Kicker, was weiß ich, eine Bank, ein Sofa. Und denen wollen wir einfach auch einen Transporter anbieten. Das Carsharing-Angebot gibt es in Mönchengladbach jetzt seit Dezember 2015. Bisher gab es rund 500 Buchungen. Dabei wurden über 40.000 Kilometer gefahren. Was sind denn jetzt so, nochmal kompakt gesagt, die Gründe dafür, jetzt dieses Carsharing zu nutzen und jetzt kein eigenes Auto anzuschaffen? Für viele ist das, glaube ich, auch ein Kostenfaktor. Auto steht viel, also Unterhaltungskosten und ähnliche Dinge. Zum Zweiten, das eigene Lebensgefühl auch anders darzustellen, als sich über ein Auto zu definieren. Und das Dritte dann eben automatisch und auch auf andere Dinge zurückzugreifen, wie zum Beispiel Fahrrad zu fahren mit Blick auf Gesundheit und Lebensgefühl. Ich leihe mir jetzt das Fahrzeug am Standort Reiter Hauptbahnhof. Mit meiner Kundenkarte kann ich das Auto einfach öffnen. Der Schlüssel liegt dann im Handschuhfach. Ein Carsharing-Fahrzeug gibt es übrigens ab 2,30 Euro pro Stunde. Hinzu kommt noch Streckengeld. Für jeden gefahrenen Kilometer zahlt man 19 Cent. Sprit ist in den Kosten schon inklusive. Im Fahrzeug liegt eine Tankkarte. Für meine Reise nach Stuttgart zahle ich also pro Strecke knapp 100 Euro. Carsharing ist ziemlich unkompliziert und einfach, vorausgesetzt, das Auto bleibt heile. So, was ist denn jetzt zum Beispiel, was natürlich nicht passieren wird, wenn ich einen Unfall baue? Ja, Sie haben eine Versicherung mit in dem Paket, was Sie abgeschlossen haben, hier in drin. Da ist aber eine Selbstbeteiligung von 1.500 Euro. Sie können aber auch bei der Registrierung einen höheren Betrag abschließen für sich privat. Dann ist die Selbstbeteiligung nachher bei 300 Euro deutlich niedriger. Das muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht aber, wer ab und zu ein Auto braucht, aber kein eigenes kaufen will, für den ist Carsharing eine gute Alternative.